der Tag gekommen. Ja. Wir fahren auf Curious Island mit der Fähre. Ist mega, wir haben beide mega Bock so. Das Wetter ist nicht so gut, aber zumindest regnet es nicht wie die letzten zwei Tage. Ja. Diese Insel fahren wir jetzt zum Miniboot. Wir sind hier gerade angekommen auf Curious Island und wir sind ja gerade mit einem kleinen Boot hier hingefahren und dann wurde uns alles erklärt, so eine Karte gezeigt und hier, ne, wenn man mal gerade umdreht, sind überall diese Riesenschildkröten, diese Riesenlandschildkröten. Da, da, überall, die sind am Chillen. Ne? Guck mal, diese Schildkröte, die ist ja wirklich maximal am Chillen hier. Guck mal, die hier liegt einfach. Geil. Hallo, my friend. Na, ja. Ja, das gefällt dir. Ja? Die wollen auch gestreichelt werden, habe ich so das Gefühl. Vielleicht mal diesen Vogel rein, Alter. Der hat einfach einen kaputten Fuß. Boah. Da, der humpelt ein bisschen. Hat sich bestimmt gefetzt. Die ist noch klein. So, immer wenn man die streichelt, die stehen so auf, weißt du? Ja, vielleicht bin ich das. Meinst du, das ist ein gutes Zeichen oder nicht? Schaut ein bisschen aus wie so ein Dinosaurier. Hallo Kollege. Von der Schildkröte. Verrückt. Tote Korallen hier. Coco de Mer. Ja, die weibliche, der weibliche Samen von einem Kokosnuss. Baum. Ich glaube, sie will das nicht. Doch, die ist das. Bisschen chillen, wa? Ich fass es nicht. Kommt hier auch etwa mal die Sonne raus, oder was? Das ist ja mal ganz unüblich hier auf der Insel. Aber das ist ja eine andere Insel, das ist ja Curious Island. Dieser Bereich, wo wir gerade sind, das ist zum Teil ein Krankenhaus für Schildkröten. Und außerdem werden da die kleinen Schildkröten gehalten, also die gerade schlüpfen, damit die nicht direkt bei den großen sind. Ah, die sieht man jetzt hier. Ja, würde ich gerne. Aber geht nicht. Alter, die Schildkröte hat einfach Kaffee. Erstmal chill. Hier gerade auf dem Weg zum San Josette haben wir das gesehen, wie grün das einfach ist. Verrückt. Wir sind hier gerade am Wandern durch die Insel zu einem Strand. Und da haben wir einfach diese Schildkröte hier gesehen. Ja, die leben hier überall auf der Insel anscheinend. Curious Island ist mit einer der einzigen Inseln, wo diese riesen Landschildkröten so von alleine drauf leben. Zum Beispiel auf Ladik, wo wir jetzt die Tage hinfahren. Da wurden die extra abgesetzt, ja. Aber hier sind die so natürlich, natürlichen Ursprungs. Es ist 12.30 Uhr, gleich sind wir bereit fürs Essen. Ja, sind mal gespannt, wie es wird. Ja, das Essen war sehr lecker, wir haben keine Bauchschmerzen bekommen, hat uns sehr gut gefallen. Jetzt sind wir unter windigen Umständen auf dem Weg zum Schnorcheln.
Leider war der Schnorchel nicht so erfolgreich, wie wir uns das vorgestellt haben. Wegen dem Wind gab es auch mehr Wellen und somit gab es keine klare Sicht unter Wasser. Aber wir haben einen Badfisch gesehen, einen Fledermausfisch, was halt ganz gut war. Der war groß, aber leider war es halt nicht so klar. Aber der ist auch kurz zu erkennen auf den Videos. Ständig hatte man auch das Gefühl, dass ein etwas unter Wasser sticht oder piekst. Dann haben wir gelesen, dass das Plankton ist, höchstwahrscheinlich, was zu dieser Zeit auch da vertreten ist. Diese Fische nennt man Scherenschwanz-Sergeant und die kamen uns ziemlich neugierig vor. Wie man sieht, lassen die einen ziemlich nah an sich ran. Moinsen. Also, wie ist der Tag gestern verlaufen nach dem Ausflug von Curious Island? Also wir waren noch schnorcheln, aber da haben wir jetzt nicht so krasse Aufnahmen gemacht, weil ja, zu dieser Jahreszeit ist es halt sehr windig und dann ist der Ozean auch sehr unruhig und dann wirbelt er alles auf und da ist halt die Sicht unter Wasser nicht so klar wie in anderen Jahreszeiten hier auf den Seychellen. Danach haben wir uns kurz noch den Spot angeguckt, wo wir normal schnorcheln, also wo man normal schnorchelt, aber es war zu windig, der Ozean war zu unruhig. Und aus Sicherheitsgründen haben wir an einem anderen Ort geschnorchelt. Wir haben zwar ganz kurz einen Fledermausfisch gesehen, ich blende euch das mal ein, wenn man den erkennt. Ja, danach sind wir halt zurückgefahren und haben eigentlich einen ganz entspannten gemacht. So. Wir haben uns noch den Sonnenuntergang angeguckt. Was ganz geil war, war noch, ich habe so einen Typen getroffen, so ein älterer Mann, der war halt Fotograf, da habe ich ihn halt angesprochen. Weil der hat da so mit seiner professionellen Kamera Bilder gemacht vom Sonnenuntergang. Und da habe ich ein bisschen mit dem gequatscht. Ich habe versucht, mit dem zu quatschen, weil er war Italiener und er konnte kein Englisch. Da haben wir irgendwie gestikuliert, ja. Und am Ende hat er vorgeschlagen, ob wir wollen, dass er ein Bild von uns macht. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und am Ende hat er das rübergeschickt. Der hat echt heftige Bilder gemacht. Der hat so einen speziellen Stil zu fotografieren. Und ja, das war's dann auch schon. Dann sind wir zurück, haben hier noch ein bisschen was gegessen, haben ein paar Mangos gekauft. Relativ günstig hier für 6 Mangos oder ja, für 6 Mangos haben wir 1,60 Euro bezahlt. Also die sind zwar kleiner, aber in Deutschland ist es viel teurer, ne? Und ja, das war's dann auch eigentlich. Auf Wiedersehen reingehauen, ne?